Herzlich willkommen am letzten Abend unserer Bibelwoche. Sie, die Sie sich hier eingefunden haben in der Kirche und auch Sie, die Sie zu Hause zugeschaltet sind an den Bildschirmen oder an den Telefonapparaten. In Bewegung, in Begegnung, Zugänge zum Lukas-Evangelium ist die Überschrift über diesen Abenden. Und wir haben jetzt verschiedene Episoden aus dem Lukas-Evangelium kennengelernt. Wir haben Lukas kennengelernt als solide arbeitenden Historiker, als jemand, der Wert darauf legt, dass das, was er von Jesus weitergibt, was er über ihn sagt, dass es fundiert und begründet ist. Ja, Sie sehen hier nochmal das Bild, diese alte Darstellung von dem Lukas. Mir hat daran gefallen, dass da so ein langer Papyrusstreifen, der fast nicht endet, von ihm beschrieben wird. Also eine gründliche, aufwendige Arbeit, die er betrieben hat. Und das finde ich in diesem Bild sehr schön dargestellt. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Prälaten aus Heilbronn, Ralf Albrecht, der sich auf den Weg gemacht hat. Er war gestern auch schon hier und da hat Herr Köpf ihn auch schon etwas vorgestellt. Ich verzichte jetzt da drauf. Wir kennen uns auch schon sehr lang. Meine erste Studienzeit im Bengelhaus, da gibt es schon die Berührungspunkte. Später war er ein lieber Kollege, als ich in Marbach war und er in Affalterbach. Und jetzt kreuzen sich die Wege wieder hier. Ich freue mich, dass du, lieber Ralf, dich auf den Weg gemacht hast und dass du uns heute Abend hineinnimmst in die Episode, in die nachösterliche Geschichte von den Emmaus-Jüngern, der Begegnung mit Jesus. Einen der spannendsten Texte, finde ich, im Lukas-Evangelium, überhaupt in der Bibel. Wir sind gespannt auf das, was du uns dazu sagen hast. Wir leben ja alle von Ostern her. Wir sind jetzt zwar noch in der Passionszeit, aber unser christliches Leben ist bestimmt und getragen von Ostern und von daher ein sehr grundlegender Text. Ich möchte noch zu Beginn beten. Herr Vater im Himmel, du weißt, was jetzt hinter uns liegt an diesem Tag, was uns beschäftigt hat, wo wir herkommen, was wir vielleicht noch in uns tragen, an Schönem oder vielleicht auch an Aufwühlendem, an Schwerem. Danke, dass du uns jetzt heute Abend auch begegnen willst, durch das Bibelwort, durch die Auslegung, durch das Zusammensein hier, durch die Lieder, durch dein Segenswort. Danke für die Möglichkeiten, jetzt auch aufzuatmen bei dir. So bitten wir dich um deinen guten Geist, der uns nochmal erfrischt und aufmerksam macht und uns begleitet an diesem Abend. Vielen Dank. Amen. Lieber Ralf, wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast. Du wirst wieder nach oben gehen, auf die Kanzel, hinten durch die Baustelle hindurch und wir warten noch einen Moment, bis du in aller Ruhe oben angekommen bist. Vielen Dank. Danke für die freundliche Begrüßung, danke, dass Sie auch an diesem Abend mit dabei sind, ob hier in Präsenz oder online oder am Telefon, um miteinander anzuschauen, wie es in unserem Leben aussieht, wenn wir auf dem Weg sind. Heute sind Sie schon einiges gegangen und unsere Lebenswege. Wenn Sie miteinander für einen Moment innerlich ein paar Sekunden an Zeit aufwenden müssten, um zu beschreiben, woher Sie kommen. Was würden Sie sagen? Und wenn ich dann als nächstes frage, und wohin geht es? Was würden Sie sagen? Heute Abend schauen wir miteinander so einen Abschnitt an. Woher wir kommen und wohin wir gehen. Und dieser Abschnitt ist geradezu sprichwörtlich geworden. Denn der erzählt von Zweien, die auf so einem Weg sind und dann von einem, der dazukommt. Eine Nebenbemerkung hat das Markus-Evangelium dazu. Am Ende des Markus-Evangeliums wird so erzählt,
Danach offenbarte Jesus sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen, und die gingen hin und verkündeten es anderen. So heißt es in Markus 16. Und im Lukas-Evangelium wird jetzt darauf die Lupe gelegt. Und ich denke, weil es so genau geschildert wird, deswegen kann es auch so sehr unsere Weggeschichte werden. Denn manches bei uns ist ja auch zum Weglaufen, oder? Wir werden es gleich sehen, es ist eine Geschichte zum Weglaufen. Manches im Leben ist doch einfach auch nicht zu verstehen. Oder zumindest, ich will es eigentlich nicht wahrhaben. Und dann ist da Verwirrung und Verstörung und Bekleidung ist nötig und, wenn man schon in Bewegung ist, Begegnung. Begegnung, die verändert. Ich möchte mit Ihnen einfach diese Geschichte durchgehen, nach und nach, Vers und Vers, Abschnitt um Abschnitt und miteinander sehen, dass das unsere Weggeschichte wird. Und es beginnt in Lukas 24 in Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Der genaue Lukas beginnt mit Ort und mit Zeit und mit Entfernung. 60 Stadien, 60 mal 185,22 Meter, 11,1132 Kilometer, circa 160 Orte reklamieren sich im Heiligen Land, dass sie dieses Emmaus seien. Und letztlich weiß man es von keinem ganz genau. Für mich nur ein Hinweis: Emmaus kann heute Abend hier in Beutelsbach sein und ein World Wide Web 11 Kilometer entfernt Signal auch. Es kann jetzt und hier liegen. Und dieser Weg ist da. Und jede und jeder von Ihnen ist auf jeden Fall mit einem gemeinsam unterwegs. Heute Abend bin ich das. Könnte auch jede und jeder andere sein. Und was passiert dann? Vers 14. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Wortwörtlich von all diesem Mitgegangenen. Das ist doch ein sprechendes Bild, oder? Von dem, was noch mit uns geht. Genau darum kreisen unsere Gedanken immer wieder. Bei manchen mag das sein, was Jahre und Jahrzehnte zurückliegt. Bei manchen mag das sein, was noch vor ein paar Minuten war und an Freude oder Streit sich noch nicht aufgelöst hat. Das, was mitgegangen ist. Wenn man das miteinander auf dem Weg bespricht, haben Sie das auch schon mal so erlebt, da tut man sich da und dort ein bisschen leichter, da wird manches freier, da redet man sich was vom Herzen. Wortwörtlich nicht, sie redeten miteinander, sondern in einem Fremdwort, sie homilierten. Das ist ein neudeutsches Wort dafür, wenn wir in der Kirche darüber sprechen, dass Menschen predigen, dass sie quasi einander etwas in einem längeren Abschnitt erzählen mit einem Anliegen. Für sowas braucht es also Zeit. Egal wo und immer das war, 60 mal 185 Meter, 11 Kilometer, da braucht man auf jeden Fall 2 Stunden oder mehr. Und dann mit der Zeit wird es entweder langweilig oder geht tiefer. Und man erzählt, man homiliert einander auch ein bisschen was von dem, was drin steckt. Da reichen 5 Minuten nicht. Kennen Sie die Statistik? Wie viel Paare pro Tag durchschnittlich miteinander sprechen in Deutschland? Sie alle machen die Ausnahme und treiben das natürlich unendlich nach oben, aber in tatsächlich sind es zwischen 5 und 8 Minuten.
wo immer wir miteinander etwas von dem heben wollen, was tiefer in uns ist, braucht es etwas Zeit. Heute Abend haben wir keine 11 Kilometer Zeit, keine 2 Stunden, brauchen wir auch nicht. Aber doch mehr als 5 Minuten. Und in ihnen kommt jetzt, das wünsche ich einfach vor Gottes Angesicht und durch seinen Geist, langsam aber sicher was aus den Tiefen hoch, wo sie sagen, das geht mit mir mit. Es braucht. Es braucht einen diskreten Rahmen, der ist hier auch da. Niemand und keine und keiner von Ihnen wird das jetzt erzählen, sondern schlicht und einfach in sich und in Ihrem Herzen auf Ihrem Emmausweg mit mir zusammen bewegen. Wovon würden Sie erzählen, wenn wir beide jetzt miteinander 20 bis 30 Minuten irgendwo hier am Ort gut eingepackt stehen oder gehen würden? Und wenn Sie Vertrauen gewinnen würden, was würde dann mit Ihnen gehen und was würden Sie erzählen? Und was würde dann aufbrechen? Sie redeten miteinander von all diesem Mitgegangenen. Vers 15. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Manchmal denken wir ja, dass in solchen Momenten das entscheidend ist, was wir dann so, wir zwei, miteinander sprechen. Davon wird diese Geschichte am Ende ganz wenig erzählen. Sondern der absolut entscheidende, der alles verändernde Moment ist der, wo der Dritte dazukommt. Nochmal wird nämlich erzählt, dass sie homilieren, als sie so miteinander redeten, einander fragten. Also das heißt, nicht bitte immer nur bereits die fertigen, vorgefertigten und eigentlich doch inzwischen abgenutzten Antworten austauschen. Fragen haben. Und dann geschieht es. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Das wird jetzt auch richtig noch einmal betont. Jesus nahte sich mit ihnen, nicht nur Jesus, Jesus selbst. Er. Es geschieht das Beste auf dem Weg, was uns auf solchen Wegen passieren kann. Klar, es gibt auch die andere Möglichkeit. Dieser Weg ist ständig offen. Jakobus 4, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Diese Verheißung stimmt auch. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter auf diesem Weg. Noch verwunderlicher, noch genialer. Jesus naht sich, ohne dass wir ihn angefordert haben. Und Jesus naht sich, ohne dass wir eine Ahnung davon haben. Und das brauchen wir auch nicht. Denn der Weg beginnt trotzdem ein ganz anderer zu werden. Manchmal denken wir, dass erst dort, wo wir uns das vergegenwärtigen und wissen und entscheiden und klar machen und neu und was weiß ich, dass da etwas geschieht. Nein, er naht sich, ohne dass wir zwei eine Ahnung davon haben. Aber er ist es, niemand anderes. Und auch wenn wir es nicht merken, davon hängt nichts ab. Er tut es. Mit dem, was er tut, steht alles. Es wird sogar noch heftiger, Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Ich habe mich gefragt, und wir brauchen ja nicht nur Antworten haben heute Abend, oder? Haben wir doch gerade gesagt. Wer hält denn hier eigentlich? Was und in aller Welt geschieht, dass die beide jetzt Jesus nicht erkennen? Wer hat uns denn da eigentlich so im Griff, dass wir nicht sehen, was offensichtlich zu sehen wäre? Ist das unser Kleinglaube?
Sind es unsere Geschichten, die mit uns gehen, die so groß sind, dass wir das andere, was nach vorne möglich wäre, gar nicht sehen? Ist es unsere Angst, unsere Kritik, das, was an Negativem drin ist? Ich denke, es geht Ihnen wie mir, oder? Man schaut doch eigentlich auf diese beiden Typen leicht spöttisch. Also wie dement sind denn die, dass sie den nicht erkennen, der ein paar Tage vorher noch in ihrer Gegenwart unterwegs war? Vielleicht eine Woche vorher. Wie vergesslich, was Gesichter betrifft, sind denn die beiden? Niemand beantwortet es. Ihre Augen wurden gehalten. Ich stelle es mal nur als Frage. Könnte es sein, dass Gott und Jesus selbst am Anfang deren Augen hält? Dass manches von dem, was in unserem Leben auch so geschieht, dass nicht alles gleich gesehen wird, dass das nicht nur ein Verhängnis ist. Denn das, was jetzt und dann passiert, gewinnt ja von dem her eine Leuchtkraft, eine Wucht, eine Veränderung, eine Begeisterung, eine Überzeugung, die das andere nicht hätte. Ich weiß, das ist ein gefährlicher Satz. Und niemand braucht in seinem Leben Schwierigkeiten, damit das Gute umso deutlicher leuchtet. Aber stellen Sie sich die Geschichte für einen Moment nochmal vor, ich erzähle sie Ihnen nochmal. Zwei gingen, sie redeten miteinander und Jesus nahte sich ihnen und sie sagten, willkommen Jesus, du bist ja auferstanden, lass uns zurückgehen. Was ist denn das für eine Geschichte? Die Geschichte ist eine andere. Sie erkannten ihn nicht. Vers 17. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Jesus stellt einfach nur eine Frage und die führt dazu, dass Menschen innehalten. Sie sind auf dem Weg, die beiden, und sie bleiben stehen und die Emotionen kommen tatsächlich hoch. Ich wünschte, dass das in unserem Leben so geschieht. Und das sind die Dinge, die dann auch in unserem Leben viel stärker wirken, dass da jemand etwas anstößt und dass wir dann unsere Wege nochmal viel bewusster gehen. Besinnung, innehalten, stehen bleiben. Es ist sogar so, dass dann in Vers 18 diese beiden, die zunächst gar keinen Namen haben, vor uns sogar einer davon auftaucht. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete. Jetzt wird quasi aus dem ganz Anonymen ein Mensch mit Namen. Und das sind wir alle. Und oftmals tauchen wir auch in diesem Gesamten ab und unter. Aber heute Abend hier nicht. Auf diesem Weg nach Emmaus taucht niemand von uns und muss niemand je mehr untertauchen, sondern unser Name, mein Name, wird jetzt vor Jesus bekannt. Und jetzt werde ich vor ihm und durch das, dass er mich anspricht, was ist denn das, was ihr da verhandelt, wird es offenbar. Siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Namen zeigen Unverwechselbarkeit. Unsere Wege sind unverwechselbar. Und Jesus interessiert sich für den unverwechselbaren Weg und das, was wir da miteinander verhandeln. Jetzt ein paar Verse im Zusammenhang. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen, was denn?
Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Und auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen, sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab, fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Einer der längsten Abschnitte in unserer ansonsten ganz dynamischen Geschichte. Und der wiederholt einfach. Ist Ihnen das auch so gegangen, dass Sie manchmal im Gespräch mit unserem Gott ihm das nochmal erzählen, was er eh schon weiß? Ich erinnere mich an manche Gebetsgemeinschaften meines Lebens, in denen ich so angefangen habe, du weißt, Herr Jesus, das. Und dann ging es mal 2 Minuten. Wenn wir nur für einen Moment an der Stelle 2 Dinge mitnehmen. Das erste, das darf und kann sein. Werden wir ja gleich sehen, wie Jesus reagiert. Aber das darf und kann sein. Manchmal muss es noch einmal raus. Der Moment, wo es heißt, alle Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch, ist kein Moment, wo ich dieses Paket einmal nehme, werfe und dann ist endgültig und immer da weg. Sondern es ist immer einmal wieder und manchmal die ganz alten mitgehenden Geschichten. Petrus wird das noch nach der Auferstehung erleben. Dreimal kommt die alte Geschichte und wird ihm noch einmal vorgesetzt. Und bei uns manches noch viel öfter. Und das Zweite, es ist aber nicht unbedingt nötig. Gott weiß. Gott weiß von unseren Ereignissen ohne Hoffnung. Haben Sie es gemerkt? In diesen 6 Versen, die da Kleopas schildert, ist kein einziges Zeichen davon, wo Kleopas sagt, und das hoffen wir, und das haben wir, und das können wir. Sondern es ist ein einziges Reden und Erzählen von Angst und Hoffnungslosigkeit. Viele Worte. Die Dramatik ist dabei mehr als deutlich. Die beiden denken, der Unbekannte ist der Einzige, der nichts weiß. Wie ist es aber tatsächlich? Der Unbekannte ist der Einzige, der weiß. Wow. In dem Moment, wo Emmaus-Wege geschehen, ist das, was wir manchmal denken, was Realität ist, das Unwirklichste, was es im Leben gibt. Ich habe jetzt keinen mehr. Wenn das noch passiert, na, ist bei mir eigentlich alles aus. Von dem und dem und dem, was mir passiert ist, wie soll es da noch nach vorne weitergehen? Und wir denken, das sei die wahrste aller Realitäten. Und nur die eine oder der eine von außen, der was anderes sagt, kennt es nicht. In Wahrheit ist es so, dass unser Gott die wahrste Realität, die wahrste Wirklichkeit unseres Lebens ist. Der Einzige, der anscheinend es nicht gesehen hat und uns fremd ist, ist der, der es am meisten gesehen hat und uns am nächsten ist. Das heißt, wenn Sie heute Abend mit Ihrem Emmausweg dann heimgehen oder an den entsprechenden Geräten dann noch einmal abschalten, dann ist Jesus mit ihnen einen Weg gegangen, der wahrste Weg unseres Lebens ist.
Viel wahrer als all das, wie wir selber unsere Lebenswege beurteilen. Sie sehen ihn ja, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk ein Prophet. Aber Jesus wird ihnen die Augen dafür öffnen, wer er wirklich ist. Vers 25. Er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Also einfühlsam geht aber anders, oder? Warum sagt dieser Unbekannte nicht: Ich verstehe euch? Es ist ja wahr. Es ist doch für euch ein Verlust gewesen ohne Ende. Und jetzt merke ich euch, wie eure Hoffnung so gering ist. Lasst uns miteinander auf dem Weg näher drüber reden. Jesus konfrontiert und homiliert, erzählt von dem, was wirklich Sache ist. Das kann er, und übrigens wir in seinem Namen nicht zu schnell. Denken Sie bitte nicht, dass unsere Rolle in solchen Emmauswegen die von Jesus wäre. Und dass wir ab sofort in Beutelsbach und Umgebung, vor allem ich als Prälat, dazu berufen wäre, allen Möglichen zu sagen: O ihr Dummköpfe zu trägen Herzens. Nein, wir sind viel mehr miteinander auf diesem Weg, und da ist zum Glück der Unerkannte, der mir auch einmal sagen kann: Was denkst du eigentlich? Von ihm kann ich mir sagen lassen. Wir sind eine der Emmaus-Jünger, das genügt. Wir haben so wenig Ahnung wie andere auch. Aber Jesus macht sich mit uns auf den Weg, das reicht. Und dann sagt er, was wirklich sein muss: Musste nicht der Christus, der Heiland, der Retter, der Gesalbte, der Einzige, der Sohn Gottes, dies erleiden und dann den Glanz Gottes erleben, in seine Herrlichkeit eingehen, die Würde, das Gewicht, das Gott jemandem zumisst, das ohne Ende ist, dann beschenkt bekommen. Dieses Muss ist ein ganz besonderes, ein göttliches Muss. Wir haben in unserem Glaubensleben, in unseren Kirchengemeinden und auch ein Muss. Aber dieses Muss ist oft das Muss der Pflicht und des Zwangs. Das ist nicht das Muss, das Gott für unser Leben will. Gott will nicht, dass wir müssen, sondern es muss von ihm her sein, dass wir können. Gott will nicht, dass wir müssen, sondern das Muss, das ist das göttliche Muss von ihm her, dass unser Leben in den Glanz und in die Freiheit Gottes geht. Das ist göttlich vorgesehen. Und jetzt macht er etwas, wo wir alle gern dabei gewesen wären, oder? Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Da wäre ich gern dabei gewesen. Bibelstunde auf dem Weg bei Jesus selbst. Das Herz brennt. So ist es. Jesus legt das Feuer seiner Liebe, seines Glaubens, seiner Hoffnung in unseren Herzen. Und dann weiß ich nicht, wovon er erzählt hat. Es ist aber klar, er hat erzählt von dem, was wir heute das Alte Testament nennen. Dass dort all das steht, was von ihm erzählt wird. Keine Ahnung, was er sagte. Hat er gesagt, er ist derjenige, der den Kopf der Schlange entzweitritt? Er ist derjenige, der helle Morgenstern ist, der erstrahlt und von Weitem sichtbar wird. Er geht als Spross aus der Wurzel Jakobs auf. Er ist der kommende König, der auf dem Esel einreitet und Gerechtigkeit und Frieden bringt und dabei sanftmütig ist. Er ist der eine echte Knecht Gottes, der sein Leben gibt, damit die Trennung von Gott und alle Schuld und Strafe ewig aufgehoben wird, und der lebt. Ich weiß es nicht. Egal. Aber Jesus hat von sich erzählt und davon erzählt, dass er der eine, der einzige, der Retter, der Gott in Person ist.
Und dann geht es so weiter. Nicht? Sie sagten, wow, so eine Predigt Jesus habe ich noch nie gehört. Sie erkennen ihn trotzdem auf diesem Weg in diesem Moment nicht. Sondern es heißt, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Sie kommen schlicht und einfach an das äußere Ziel dessen, was sie an diesem Tag vorhaben. Mehr kommen sie gar nicht. Ob sie einen inneren Weg gemacht haben, wird jetzt gerade noch gar nicht erzählt. Es gibt keine spektakulären Bekehrungen in diesem Moment und auch ihr Leben wird quasi in diesem Moment nicht durcheinander gerüttelt. Und noch einmal tut Jesus etwas, was niemand verstehen muss. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Noch ein Moment, wo ich keine Antwort habe, sondern nur eine Frage. Ist es wirklich wahr, dass Gott sich in unserem Leben manchmal verstellen kann? Dass er es nicht endgültig so meint, wird aus dieser Geschichte mehr als deutlich. Aber ist es so? Er stellte sich, als wollte er sich entfernen. Was machen die? Sie merken das. Und sie merken, jetzt wäre was anderes dran und jetzt reden sie. Sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Sie sprechen eigentlich schon jetzt ein Gebet. Sie wissen es noch gar nicht. Aber obwohl sie es nicht wissen, sprechen sie eines der wunderbarsten Abendgebete der Weltgeschichte. Tausendmal vertont gesprochen, millionenmal am Abend im Bett, im Haus, am Tisch gebetet. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Unendlich viele Lieder und Gebete haben das aufgenommen. Das ist ein Monster im besten Sinne, ein Monster des Gebets. Ein wunderbares, geniales Gebet. Ich mache nur ein paar Beispiele. Bleib bei mir nah auf dieser Erde, bleib auch, wenn mein Tag sich neigt. Denn es nun will Abend werden und die Nacht herniedersteigt. Lege segnend dann die Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Ein Abendlied, das sogar quasi den letzten Weg meines Lebens als einen, der von Jesus begleitet wird, betet. Ein neueres. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Lukas 24. Oder, Herr, bleib bei mir, der Abend bricht herein. Kennen Sie dieses Abendlied? Auf geniale Art und Weise nimmt es das auf, in einer anderen Übersetzung so, Herr, bleib bei mir, schon ist der Abend da, die Finsternis bricht ein, bleib du mir nah. Nur Wechsel. Und verwelken sehe ich hier. Nur du, ohne Wandel, bleib bei mir. Wenn Sie heute Abend, bevor Sie dann zum Schlafen gehen, im Bett oder wo auch immer, einfach nur Folgendes beten, bleibe bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt, dann haben Sie eigentlich schon alles, was von diesem Emmausweg heute Abend absolut entscheidend ist, im Herzen und mitgebetet. Aber die Geschichte geht noch weiter. Er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Obwohl Jesus alles kann, alles weiß, alles in der Hand hat, will er tatsächlich gebeten sein?
Unfassbar, oder? Der, der die ganze Welt regiert, hört schlicht und einfach darauf, ob wir sagen, komm bitte in mein Leben, oder ob wir nichts sagen. Was für eine unfassbare Größe und Würde haben wir, dass dieser Mensch sich nicht in mein Haus reinzwängt. Aber er ist kein Vorübergehender. Gott will am Ende bei mir im Leben nicht vorübergehend sein. Er will bleiben. Bleiben. Wenn Jesus wirklich etwas will, dann ist es die Nähe zu uns. Heute wird er im Lukas-Evangelium Kapitel 19 sagen, alle die, die gestern da waren, ab Kapitel 9, ja, dieser Weg ab zum Kreuz, ab zu dem, was er für uns tut, ob das Lukas 24 ist, ob das Lukas 19 ist, Zachäus, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das will er. Und er will in unsere Häuser kommen. Er will mit uns jetzt nachher heimgehen und an unserem Tisch mit Platz nehmen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Bei den beiden zu Hause kommt es ja jetzt zu einem Rollentausch. Eigentlich sind sie die Gastgeber für Jesus. Er ist eigentlich der Gast, aber er wird zum Gastgeber. Und wenn wir nachher heimkommen, dann sind wir die Gäste in dem Haus, das Jesus gehört. Das ist sein Versprechen. In der Haltung, in der er auch mit seinen Jüngern ein erstes Mal gefeiert hat, dass er sich für sie gibt. Da ist genau der wortwörtliche Anklang. Er nahm das Brot, dankte, brach's, gab's. Das ist genau das, was Jesus beim sogenannten Abendmahl tut. Jetzt tut er es mit dem, was sie hier gemeinsam essen, mit der Tischgemeinschaft. Er teilt sich selber aus. Und jetzt kommt der Moment, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das wäre der Moment also vom kleinen Emmaus bei uns, vom ganz großen Vorgeschmack auf das ganz große gute Ende, dass wir empfangen, dass Jesus jetzt und hier gegenwärtig ist, dass er uns Wegzehrung und Stärkung für unsere Wege und für den Neuanfang gibt. Und niemand von uns, egal wo sie und er sitzt, muss ohne diese Wegzehrung und Stärkung heute weitergehen. Es wurden ihre Augen geöffnet, passiv, also sie haben es geschenkt bekommen. Die Fenster zur Seele gehen auf, sie erkennen, sie erfahren, wer Jesus ist und sehen alles in einem neuen Licht und erkennen, was los ist. Und was heißt dann? Und er verschwand vor ihnen. Also das heißt, das ist der Moment der ganz, ganz großen Erkenntnis. Aber damit auch der Moment, in dem Jesus unsichtbar wird. Und das ist keine Not. Ich versuche es beinahe naiv zu erklären. Wäre Jesus sichtbar hier und jetzt, dann wäre er, Gratulation, ihr Beutelsbacher, für uns hier, für uns 43 oder 56 oder 32 oder 27, wie viel wir sind, wäre er hier und jetzt sichtbar. Cool, ne? Und für Millionen und Milliarden andere nicht. Aber jetzt und hier sehen wir ihn nicht. Weil alle, egal wer, ihn auf diesem Weg erleben können, als den, der nicht gesehen und deswegen allen nah sein kann. Er verschwand vor ihnen. Sie erkennen, was los ist. Sie sprachen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Wege uns die Schrift öffnete? So lesen wir die Bibel. Übrigens erst im Nachhinein. Nicht in dem Moment merken sie es, im Nachhinein merken sie, was das für sie wert war, dass Jesus der beste Ausleger der Schrift ist, dass er ihnen etwas ins Herz gibt. Pflanzt hat, was nicht endet.
und dass sie von daher diese Bibel aufgeschlagen vor sich innerlich sehen und sagen, das ist mein Lebensbuch, das gehört zu mir. Und dann kommen sie in Bewegung. Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren, sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Dann kommen wir in Bewegung und gehen wieder auf andere zu und geben ihnen das weiter. Was uns getröstet hat, brauchen dann andere. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war, wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Ich wünsche uns allen, dass wir von heute Abend so ein brennendes Herz mitnehmen. Vom Auf und Ab in den nächsten Wochen brauche ich nichts zu erzählen. Am Ende wird Gott seit Ostern alles gut machen. Denn der auferstandene Jesus ist auf unseren Wegen dabei. Er weicht nicht von meiner Seite. Er geht mit und entzündet mein Herz. Da ist sie noch einmal, diese Geschichte. Es ist eigentlich eine düstere Atmosphäre. Es ist eigentlich ein nächtlicher Tag. Selbst die Sonne, sehen Sie sie rechts hinten, selbst die Sonne ist eigentlich dunkel und alles schwarz-weiß. Und zwei gebückte, rückenbelastete Geher, einer davon sogar mit Stock, der ist geradezu gebeugt. Der Stock ist auch viel zu kurz und der Weg ist unbekannt. Aus dem, was sie herkommen, viel dunkel, Bäume quasi verdorrt, und schauen sie die Augen an. Die gehen ins Leere, wenn sie nicht gar verdeckt sind. Aber jetzt kommen sie ein Stück in Bewegung und zu dem, mit dem sie auf dem Weg sind. Und dann der in der Mitte, der schaut offen. Der hat sogar in seinem Gesicht, spiegelt sich das, vielleicht können Sie sehen, das Kreuz, das Lichtkreuz. Von oben umleuchtet es ihn, seine Augen bilden quasi den Querbalken, den leeren Querbalken, denn er hängt nicht mehr an diesem Kreuz. Er hat den Tod besiegt. Und er geht in der Mitte und erhebt seine Hand segnend, denn er weiß, wo es hingeht. Er schaut auch nach vorne. Er kennt unseren Weg. Ja, er geht mit, das ist wahr. Aber gleichzeitig geht er uns voraus. Gehen wir so. Amen. Nacht, was du ohne Schlummern über mir.
Lasst uns beten. Jesus Christus, danke, dass du mit bist auf unserem Weg, auch wenn wir dich manchmal nicht erkennen, dass du uns die Augen immer wieder öffnest für das, was unserem Leben Halt und auch Tiefe gibt und Kraft. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist. Aber danke auch für alle Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Lass uns auch miteinander das Leben teilen. Lass uns offen sein, auch über das reden, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Und in dem Wissen unterwegs sein, dass du mit uns bist, dass du uns begleitest. Und so bitten wir dich auch, behüte uns in diesen Tagen, in diesen Zeiten, die unruhig sind, wo vieles uns erschreckt, Sorgen bereitet. Danke, dass wir wissen, dass du ja der Sieger bist über deinen Tod, dass du uns die Tür öffnest zum ewigen Leben, dass wir an deiner Hand sicher sind, egal was uns begegnet, dass wir auch das Schwere mit dir tragen und dass du uns immer wieder Kraft gibst und stärkst, an deinen Tisch einlädst, um ja Gastgeber zu sein für uns. Segne uns und behüte du uns in dieser Nacht und in den kommenden Zeiten. Danke, dass du da bist. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Ja, das ist der Moment, um Danke zu sagen. Lieber Ralf Albrecht, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns Anteil gegeben hast an dem, was du entdeckt hast, was dir Gott gezeigt hat, wo er dir die Augen geöffnet hat für diesen Text und für das, was darin schlummert, und dass wir auch Menschen sein durften, die heute auch mit dir auf dem Weg waren, dass du ein Wegbegleiter warst für uns gestern und heute und dass wir ja noch einiges an Anregungen haben, um nachzudenken, vielleicht miteinander zu teilen auf dem Weg, heute oder auch anders mal, und dass wir einiges zum Nachdenken haben, auch für uns selbst. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Und jetzt haben wir hier ein kleines Päckchen, ein kleines sichtbares Dankeschön. Herr Köpf hat es gestern schon angedeutet. Was wir dir mitgeben möchten, auch als kleine Erinnerung, sind Flaschen von unserem Stiftskirchenwein. Wir haben ja hier eine große Renovierung, zum Teil schon hinter uns, zum Teil noch vor uns, was man sieht. Und das ist so ein Projekt gewesen. Da haben wir Weine hier aus Beutelsbach, die jetzt auch mit dem Stiftskirchen-Signet vorne drauf sind. Als kleine Erinnerung, es ist natürlich ein bisschen Eulen nach Athen getragen. Du kommst aus Heilbronn, auch in einer großen Weingegend. Aber es ist ein Beutelsbacher Geschmäckle, was da für dich mitkommt. Und wir hoffen, du kannst genießen mit deiner Frau und oder auch alleine. Ich weiß nicht, wahrscheinlich zusammen eher. Vielen Dank. Es ist überhaupt nicht Eule nach Athen getragen, sondern das zeichnet ja meine Prälatur Heilbronn aus, dass quasi alle guten Weine hier wachsen. Ja, ein herzliches Dankeschön auch allen anderen Mitwirkenden, unseren Musikerinnen und Musikern, der Technik, Mesnerin, den Ordnern, die uns nachher auch wieder Zeichen geben, wann wir die Kirche verlassen und an welchen Ausgängen. Vielen Dank allen, die mitgewirkt haben. Ich darf noch darauf hinweisen, dass die Kollekte heute auch nochmal wie an den vergangenen Tagen ist für das Missionsopferprojekt. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, dieses Projekt zu unterstützen, Bibeln als Hörbuch für Ostafrika. Die Bibel muss unter die Leute, und das ist eine Möglichkeit, auch Menschen, die jetzt vielleicht keine Möglichkeit haben, ein Buch zu lesen, oder vielleicht gibt es die Bibel noch gar nicht in ihrer Übersetzung, in ihrer Sprache, dann da die Bibel zu hören, auf dem Handy, wo sie sind. Also eine tolle Idee. Vielen Dank für alles, was Sie da zur Unterstützung beitragen.
Dann bleibt mir noch, Ihnen alles Gute zu wünschen, einen guten Heimweg, einen guten Abend. Bleiben Sie behütet und ich darf Ralf Albrecht noch bitten, dass er uns den Segen Gottes zuspricht. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige, Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.